Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Schwestern und Brüder. Ganz herzlich danke ich Ihnen, dass Sie heute Abend zum Wortgottesdienst zusammengekommen sind, an dem wir aus dem sogenannten Alten Testament der Tröstung Israels miteinander lesen wollen, Geschichten aus dem Buch der Richter. Es beginnt im Grunde ein großes Geschichtswerk im Alten Testament, das zusammengestellt worden ist, vermutlich im 7., 6. Jahrhundert, und das man in der Forschung als das deuteronomistische Geschichtswerk bezeichnet. Es umgreift das Buch Josua, die Richter, die beiden Samuel-Bücher, die beiden Königsbücher, sozusagen den gesamten Bestand der geschichtlichen Überlieferung außerhalb der Moses-Tradition. Dieses theologische Geschichtswerk folgt einer ganz bestimmten Logik. Gott straft unmittelbar in der Geschichte seines Volkes, indem das Volk, das von ihm abfällt, in die Hände seiner Feinde fällt. Aber Gott straft nie endgültig, er ist offen für Vergebung. In dieses Schema der Interpretation füllen sich die Gestalten auch der Richter, von denen wir heute Abend die Person des Gideon miteinander betrachten wollen. Musikalisch begleiten wird uns heute Abend Herr Dagobert Böhm auf der Gitarre und Christel Böhm auf der Querflöte. Zunächst mit Morning Flight.
Meine lieben Schwestern und Brüder, das 6. bis 8. Kapitel des Richterbuches erzählt: Die Israeliten aber taten, was dem Herrn missfiel. Da gab sie der Herr in die Hand der Midianiter, 7 Jahre lang. Als nun die Israeliten wegen der Midianiter zum Herrn schrien, sandte der Herr einen Propheten zu den Israeliten, der sprach zu ihnen: So spricht der Herr, der Gott Israels: Ich habe euch aus Ägypten heraufgebracht, ich habe euch errettet aus der Hand der Ägypter. Und ich sprach zu euch: Ich bin der Herr, euer Gott. Verehrt nicht die Götter der Amoriter. Aber ihr habt nicht auf mich gehört. Einst kam der Engel des Herrn und setzte sich unter die Terebinte des Abiesriten Joas zu Ophra, während dessen Sohn Gideon in der Kelter Weizen ausklopfte, um ihn vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm: Der Herr ist mit dir, du starker Held. Gideon aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, ist der Herr mit uns? Warum ist uns dann all das widerfahren? Wo sind all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählten, indem sie sprachen: Der Herr hat uns doch aus Ägypten heraufgeführt. Nun hat uns der Herr verstoßen und in die Hand der Midianiter gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach: Geh hin in dieser deiner Kraft, und du wirst Israel aus der Hand der Midianiter erretten. Ich sende dich. Er aber sprach zu ihm: Ach, mein Herr, womit soll ich Israel erretten? Mein Geschlecht ist das geringste in Manasse. Ich bin der jüngste in meines Vaters Haus. Da sprach der Herr zu ihm: Wenn ich mit dir bin, wirst du die Madianiter schlagen wie einen Mann. Er aber sprach zu ihm: Habe ich Gnade vor dir gefunden, gib mir ein Zeichen, dass du es bist, der mit dir mir redet. Geh doch nicht von dannen, bis ich wieder zu dir komme und meine Gabe herausbringe. Er sprach: Ich will bleiben. Und Gideon rüstete ein Ziegenböcklein zu und ungesäuertes Brot, legte Fleisch in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und so trat er herzu. Da sprach der Engel Gottes zu ihm: Nimm alles und leg's auf diesen Felsen. Da streckte der Engel des Herrn den Stab aus, den er in der Hand hatte, und berührte mit der Spitze das Fleisch und das Brot. Da schlug Feuer aus dem Felsen und verzehrte alles. Der Engel aber verschwand aus seinen Augen. Da sprach Gideon: Wehe, Herr, mein Gott, dass ich den Engel des Herrn von Angesicht geschaut habe. Aber der Herr sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Da baute Gideon dort dem Herrn einen Altar und nannte ihn: Der Herr ist mein Heil. Der steht da bis heute im abiesritischen Ophra. In jener Nacht aber sprach der Herr zu ihm: Nimm 10 Mann aus deinen Knechten und reiße den Baalsaltar deines Vaters ein. Auch die Schnitzbilder, die daneben stehen, sollst du umhauen. Und erbaue dem Herrn, deinem Gott, oben auf der Höhe dieser Bergfeste einen Altar mit den Schichtsteinen des alten Altars und bring ein Brandopfer dar. Verbrenne mit dem Holz der Aschera, die du umgehauen hast. Gideon tat so, aber er wagte es nicht, bei Tag es zu tun. Er tat es bei Nacht. Am andern Morgen fanden die Leute der Stadt den Altar Baals niedergerissen und sprachen: Wer hat das getan? Da hieß es:
Gideon, der Sohn des Joas. Und sie sprachen zu dem: Gib deinen Sohn raus, er muss sterben. Er hat den Altar Baals niedergerissen und die Aschera daneben umgehauen. Aber Joas sprach: Wollt ihr für Baal streiten? Wollt ihr ihm helfen? Ist er ein Gott? Soll er für sich selber streiten, weil man seinen Altar niedergerissen hat? An jenem Tage gab man ihm den Namen Jerubbaal, womit man sagen wollte: Baal streite wider ihn, weil er seinen Altar niedergerissen hat. Sobald nun die Midianiter und die Amalekiter und die aus dem Osten sich alle zusammenscharten und herüberkamen und sich in der Ebene Jezreel lagerten, da kam der Geist des Herrn über Gideon, dass er in die Posaune stieß. Die Abesriten aber folgten seinem Aufgebot. Und Gideon sprach zu Gott: Wenn du Israel durch meine Hand erretten willst, da, ich lege einen Haufen Wolle auf die Tenne. Fällt bloß auf die Wolle Tau und der Boden bleibt ringsum trocken, weiß ich, dass du Israel retten willst. Und es geschah so. Aber Gideon sprach zu Gott: Es entbrenne nicht dein Zorn gegen mich, wenn ich noch einmal rede. Ich möchte nur noch diesmal die Sache mit der Wolle versuchen. Diesmal soll sie allein trocken bleiben und der Boden ringsum von Tau gesättigt. Und Gott fügte es so in jener Nacht. In der Frühe lagerte sich Jerubbaal, das ist Gideon, mit allem Kriegsvolk, das er bei sich hatte, an der Quelle Harod. Und er führte das Volk hinab ans Wasser. Da sprach der Herr zu Gideon: Jeden, der mit der Zunge vom Wasser leckt, wie ein Hund leckt, stell den beiseite. Und jeden, der zum Trinken sich erst niederkniet. Da belief sich die Zahl derer, die das Wasser leckten wie ein Hund, von 22.000 Mann auf ganze 300. Und der Herr sprach: Durch die 300 Mann will ich euch erretten und die Midianiter in deine Hand geben. Und er sprach in jener Nacht: Brich ins Lager ein, ich hab's in deine Hand gegeben. Fürchtest du dich aber einzubrechen? Geh hin mit deinem Burschen Pura zum Lager, horche, was sie reden. Dann wirst du den Mut finden, ins Lager einzubrechen. Und Gideon ging mit seinem Burschen Pura bis an die Kriegsränder am Rand des Lagers. Die Midianiter aber, die Amalekiter, alle aus dem Osten lagerten wie eine Heuschreckenplage, ihre Kamele zahllos, massenhaft, wie der Sand am Meer. Als Gideon hinkam, erzählte gerade einer dem anderen einen Traum. Er sprach: Ich hab gesehen, es rollte ein Gerstenbrotkuchen ins Lager der Midianiter, kam bis ans Zelt, traf es, dass es umfiel und warf's über den Haufen. Da antwortete der andere und sprach: Das ist nichts anderes als das Schwert Gideons, des Sohns des Joas, des Israeliten. Gott hat die Midianiter samt dem ganzen Lager in seine Hand gegeben. Als Gideon die Erzählung des Traums und seine Deutung hörte, warf er sich nieder. Dann kehrte er ins Lager Israels zurück und lief: Auf, der Herr hat das Lager der Midianiter in eure Hand gegeben. Sie nahmen die beiden Fürsten der Midianiter, Oreb und Seeb, Rabe und Wolf, gefangen und töteten den Oreb am Rabenfelsen und den Seeb an der Wolfskälte. Dann jagten sie den Midianitern nach. Die Köpfe Orebs und Seebs aber brachten sie zu Gideon über den Jordan. Und die Männer von Ephraim sprachen: Warum hast du uns das angetan, dass du uns nicht riefst, als du zum Kampfe gegen die Midianiter auszogst? Und sie haderten heftig mit ihm. Er aber sprach zu ihnen:
Was habe ich denn nun im Vergleich zu euch geleistet? Ist nicht die Nachlese Ephraims besser als die Ernte Abiesers? In eurer Hand doch hat Gott die Madianiter Fürsten Oreb und Seeb gegeben. Was hab da ich im Vergleich zu euch zu tun vermocht? Und da er so redete, ließ ihr Zorn von ihm ab. Als nun Gideon an den Jordan kam, ging er mit den 300 Mann, die bei ihm waren, hinüber. Sie waren müde und hungrig. Da sprach er zu den Männern von Sukkot: Gebt doch den Leuten, die mir folgen, Brot, sie sind müde. Ich bin dran, den Midianiter Königen Zeba und Salmuna nachzujagen. Aber die Leute von Sukkot sagten: Hast du denn die Faust Zebas und Salmunas schon in deiner Gewalt, dass wir deinem Heer Brot geben sollten? Da sprach Gideon wohlan: Wenn der Herr den Sebach und den Salmuna in meine Hand gibt, dresch ich euer Fleisch mit Wüsten, Dorn und Stacheldisteln. Und er zog von dort hinauf nach Penuel und redete mit den Leuten dort genauso. Da zog Gideon hinauf in Richtung auf die Beduinenstraße östlich von Nobach und Jogbecha und überfiel das Heer, während es sorglos lagerte. Sebach und Salmuna flohen, aber er jagte ihnen nach, fing sie ein, und das ganze Heer scheuchte er auseinander. Da ließ er die Ältesten der Stadt Sukkot greifen, nahm Wüstendorn und Stacheldistel und zerdrosch damit die Männer von Sukkot. Die Burg von Penuel riss er nieder und tötete die Männer der Stadt. Danach sprach er zu Sebach und Salmuna: Was sind das für Leute, die ihr in Tabor getötet habt? Sie sprachen, sie waren wie du. Jeder sah aus wie ein Königssohn. Er sprach, es waren meine Brüder, meine Muttersöhne. So wahr der Herr lebt, hättet ihr sie am Leben gelassen, wollte auch ich euch nicht töten. Dann sprach er zu Jether, seinem Erstgeborenen, auf: Töte sie. Doch der Jüngling zog sein Schwert nicht, da er sich scheute. Er war eben noch ein Jüngling. Sebach aber und Salmuna sprachen: Auf, stoß du uns nieder. Denn wie der Mann, so seine Kraft. Da erhob sich Gideon und tötete Sebach und Salmuna und nahm die Mönchen am Hals ihrer Kamele. Darauf sprachen die Männer Israels zu Gideon: Herrsche über uns, du als dein Sohn und deines Hauses Sohn. Denn du hast uns aus der Hand der Midianiter errettet. Aber Gideon antwortete ihnen: Ich will nicht über euch herrschen, und auch mein Sohn soll nicht über euch herrschen. Der Herr allein soll herrschen über euch. Dann sprach Gideon zu ihnen: Wenn ihr mir von euch etwas erbitten lasst, gebt mir ein jeder die Ringe, die er erbeutet hat. Das Gewicht der Ringe betrug 1700 Lotgold. Gideon machte daraus ein Ephod und stellte es in seiner Stadt Ophra auf, und ganz Israel trieb Gott Abgötterei mit ihm. Das wurde Gideon und seinem Hause zum Fallstrick. So wurden die Madianiter vor den Israeliten gedemütigt, so dass ihr Haupt sich nicht mehr erhob, und das Land hatte 40 Jahre Ruhe, solange Gideon lebte. Und Jerubbaal, das ist Gideon, der Sohn des Joas, ging hin und blieb in seinem Hause. Gideon hatte aber 70 leibliche Söhne, denn er hatte viele Frauen. Auch seine Nebenfrau, die in Sichem lebte, gebar ihm einen Sohn. Dem gab er den Namen Abimelech. Und Gideon, der Sohn des Joas, starb in hohem Alter und wurde im Grab seines Vaters Joas
im abiesritischen Ophra begraben. Als Gideon gestorben war, gaben sich die Israeliten wieder den Baalen hin und nahmen sich den Bundesbaal zum Gott. Und die Israeliten gedachten nicht des Herrn, ihres Gottes, der sie aus der Hand all ihrer Feinde ringsum errettet hatte, und zeigten sich nicht dankbar gegen das Haus Jerubbaal Gideons für all das Gute, das er Israel erwiesen hatte. Wir hören Jorin. Meine lieben Schwestern und Brüder, man wird die Erzählungen des Richterbuches und ganze Teile des sogenannten Alten Testamentes in religiöser Absicht wohl nur so lesen können, wie man die Erzählungen aus der Zeit japanischer Samurais oder die Gesänge aztekischer Krieger oder die Überlieferungen der Hindus aus der Bhagavad Gita liest. In allem geht es scheinbar um Krieg. Aber was darin gelernt werden soll und wird, ist eine bestimmte innere Haltung, die ihren historischen Anlass bei weitem überschreitet, ja sich paradoxerweise sogar gegen ihn zu kehren scheint. Die Kunst des Bogenschießens war in Japan zweifellos ursprünglich eine Form des Angriffs in Jagd und Krieg. Aber daraus geworden ist unter buddhistischem Einfluss ein Konzentrationsverfahren, eine Meditation ins Zentrum zu zielen, sich zu sammeln
in einem Mittelpunkt. Und es kann unter Anweisung buddhistischer Meister Jahre in Anspruch nehmen, auch nur richtig den Bogen zu spannen. Alles ist da symbolisch. Carlos Castaneda konnte die Gestalt des mexikanischen Kriegers aus dem Peyote-Kult für Nordamerikaner aktualisieren. In einer Welt, in der der Tod der Jäger ist, gilt es für den Menschen, mit ihm zu leben, der als Gefahr oder Bruder stets neben uns auf derselben Matte hockt. Manchmal nur handspannweit von uns entfernt, unsichtbar, aber stets gegenwärtig. Ein Krieger ist jemand, der in jedem Augenblick damit rechnet, dass der Tod bei ihm ist und alles, was er tut, anders bewertet, als es ohne seine Gegenwart erscheinen müsste. Die indische Bhagavad Gita lässt den General Arjuna in der Schlacht bei Kurukshetra den Gott Vishnu selbst sehen. Dieses Motiv hat mit der Gestalt Gideons die größte Ähnlichkeit. Anders aber als in der großen Erzählung des Hinduismus, in welcher die Gottheit sich mitteilt und erklärt, formt sich in der Erzählung Gideons die Standortbestimmung eines einzelnen Menschen. Womit wir es zu tun haben, ist der Legende nach formgeschichtlich eine Berufung. Die Bibelausleger sagen, das sei so typisch, historisch nichts daran zu finden, sondern immer, wenn Gott in der Bibel mit einem Menschen rede, weigere der sich zunächst, Gott aber verstärke seinen Aufruf, am Ende stehe ein Bekräftigungszeichen und der Gehorsam des nunmehr überwundenen Menschen. Das Typische ist immer das Langweilige, das schon Bekannte vermeintlich. Wie aber, wenn in der Bibel, falls sie typisch erzählt, etwas von uns selber Eingang darin findet, indem die Einladung lautet, frag doch du dich nur selbst, wie du handeln würdest in gleicher Situation. Erzähl dir das scheinbar so bekannte Mal, dass es dir dein eigenes Leben zu erkennen gibt. Dann müssten wir mit der Erzählung Gideons ganz am Anfang beginnen. Die deuteronomistische Klammer ist eindeutig und klar. Israel mal wieder hat sich abgewandt von seinem Gott, was immer das heißen mag. Jedenfalls wird es bestraft und man kann das daran erkennen, dass es in die Hand seiner Feinde gegeben wird, bis dass es aufschreit. Dann beruft Gott einen Retter, in diesem Sinn einen Richter. Aber erfolgreich scheint das Auftreten Gideons nur begrenzt zu sein. 40 Jahre lang bringt er sein Volk zurück auf die rechte Bahn. Aber dann wird alles wieder so sein, wie es war. Nichts ist endgültig verhindert. Wie wäre es, die Frage lautete gar nicht, ob wir in der Geschichte, in der wir leben, etwas Endgültiges, Unumkehrbares bewirken. Vielleicht liegt die Größe eines Menschen unter den Augen Gottes gar nicht darin, ob er in den Fluss der Zeit etwas setzt wie ein steinernes Monument, sondern ob selbst in dem Intermezzo
des Auftritts seiner paar Jahre, die ihm vergönnt sind, er richtig gelebt hat. Dann wäre er, im deutschen Wortspiel gesprochen, ein Richter, ein richtiger Mensch, bestimmt aus innerer Ordnung bei anderen Ordnung zu stiften. Äußerlich stimmt die Theologie des deuteronomistischen Geschichtswerks nur selten oder gar nicht. So pünktlich gerecht ist Gott, nach all unserer Erfahrung, keinesfalls in dem, was wir Geschichte heißen. Die Bibel selber gibt sich das zu, in notvollen Klagen und Fragen, die nicht verstummen wollen. Dieses ganze Schema bricht irgendwann unter dem Druck von viel Leid und Verzweiflung auseinander. Wenn wir es äußerlich nehmen, aber innerlich kann es doch sein. Ein Mensch lebt und alles, was er tut, zeigt ihm, dass etwas nicht stimmt. Er kann sich anstrengen, wie er will. Es ist stets wie vergeudet. Es kommt nie zu ihm zurück. Was er aussät, wird von anderen weggeraubt, wie käme ein Heuschreckenschwarm über das Land. Alle anderen sind da wie feindliche Plünderer, die ihm sein eigenes Leben Zug um Zug stehlen. Ja, je nützlicher, fruchtbarer, bemühter er sogar ist, desto sogartiger scheint die Einladung auf alle anderen zu wirken. Ihm das Anspruchsrecht auf sein Leben zu verweigern. Am Ende steht er da, wie völlig entfremdet, ausgebeutet und ausgeliefert und weiß nicht ein noch aus. Seine Klage wird sein, die anderen seien so schlimm, es derart mit ihm zu treiben. Er versteht nicht, wie Menschen so ungerecht sind. Er begreift kaum, dass Gott, wenn er im Himmel existiert, so etwas zulassen kann. Sein ganzes Leben mutet ihn an wie sinnlos und vertan. Ja, er selber sich wie von Gott verstoßen. Da taucht, sagt diese Erzählung, ein Prophet auf, unbekannten Namens, der es erklärt. Alles hat Gott für euch getan, von den Tagen Ägyptens an. Aber ihr hattet nicht nötig, bei ihm zu bleiben. Ihr wusstet's besser. Paradoxerweise wissen Menschen das wirklich irgendwo insgeheim. Jeder, der wirklich verzweifelt ist, meint zunächst, an seiner Umgebung zu leiden. Die engsten Angehörigen sind ihm unverständlich schlimm. Die eigene Ehefrau, der eigene Ehemann, die eigenen Eltern, die eigenen Kinder, der eigene Arbeitgeber, die eigenen Verwandten, überall, wo man hinschaut. Nichts wie Ärger, Flucht, Verfolgung, Angst, Forderungen. Es ist schwer zum Aushalten. Erlaubt man aber demselben Menschen einmal, sich in Ruhe hinzusetzen und statt nach außen, nach innen zu hören. Statt den Blick auf die anderen zu richten, in sein eigenes Leben zu blicken, formt sich mit Mal so etwas, das der Stimme dieses unbekannten Propheten sehr ähnlich sieht. Hat es nicht im eigenen Leben, wer weiß wie viele, Chancen gegeben? Waren da nicht bestimmte Führungspunkte, denen man verdankt, überhaupt dahin gekommen zu sein, wo man heute steht? Es waren außerordentlich gefährdete Momente in der eigenen Biografie, dass es wie ein Wunder ist, noch einmal davongekommen zu sein. Und doch hat man es so nie betrachten können. Es geht nicht darum, so vorwurfsvoll mit sich selbst leicht zu reden,
wie dieser Prophet es im Buche der Richter tut, mit erhobenem Zeigefinger. Wie viele Möglichkeiten denn hätte man auch gehabt damals, sich anders zu entscheiden, als es dann kam? Was lag überhaupt in den eigenen Händen und was wurde nicht wirklich wie von einer fremden höheren Macht so gefügt? Wie auch immer, die Frage ist jetzt, wie es weitergeht. Eine geniale Intuition hatte der dänische Religionsphilosoph Søren Kierkegaard vor über 160 Jahren, als er meinte, Verzweiflung ist nur scheinbar, ein Zerbrechen an den Umständen. Genauer besehen liegt sie darin, in einem Missverhältnis zu sich selber befindlich zu sein. Und die genauere Erklärung für dieses Missverhältnis zu sich selber ist, dass man in einem Missverhältnis steht zu der Macht, die uns gesetzt hat, der wir uns verdanken. Das klingt sehr kompliziert, aber es ist der Schlüssel für die ganze Berufungsgeschichte hier. Da erscheint dem Sohn Joas, Gideon mit Namen, einem Mann aus dem Gebiet Abiesas, der Engel Gottes. Selten spricht die Bibel davon, dass die Gottheit der Menschen selbst sichtbar wird. Was sie den Engel Gottes nennt, ist ein bestimmter Aspekt, der in unser Leben hineinleuchtet. Nie der ganze Gott, wie auch sollten wir Menschen das vertragen. Aber eine bestimmte Seite des Göttlichen, die jetzt in dem Moment uns so vorkommt und dennoch die ganze Existenz in Beschlag nimmt, das ist die Erscheinung des Engels Gottes. Tatsächlich können wir der biblischen Erzählung fast dankbar sein, dass sie so typisch beschreibt, was mehr oder minder für jeden von uns gelten wird. Immer scheint mir, dass der Raum zur Interpretation des Besten an der religiösen Botschaft der Bibel heute für uns im Erfahrungsraum dessen liegt, was wir heil werden oder sich selbst finden oder Psychotherapie nennen, lauter Umschreibungen für einen Weg der Station um Station sich ähnlich formen wird, wie es sich im Bilde hier ausdrückt. Da spricht der Engel Jahwes zu Gideon: Der Herr ist mit dir, du starker Held. Es lässt sich schwer denken, wie eine Anrede für einen Menschen in solchem Augenblick fremdartiger, ja geradezu bizarrer noch wirken könnte, als es hier geschieht. Du starker Held, das wird jemandem gesagt, der in Wahrheit völlig verzagt ist, der durchaus keine Hoffnung sieht und nicht ein noch Ausweis in seiner Bedrückung. Und ich bin mit dir als ein Anspruch von Gott. Das ist fast wie ein Hohn auf die menschliche Not. Und genau so auch antwortet Gideon: Ist der Herr mit uns? Warum dann ist uns das widerfahren? Und wo sind denn all deine Wunder, von denen sie redeten, immerzu? Wir kennen noch die Szene am brennenden Dornbusch, des Moses gerade umgekehrt, die Bedrückung seines Volkes als Auftrag, sie zu überwinden, im Herzen trug. Und wie viel Kraft lag in diesem Mann der Befreiung aus der ägyptischen Fremdherrschaft. Für Gideon
ist es gerade umgekehrt. Alles, was dem Volke zugemutet wurde, ist wie ein Schuldspruch und eine Strafe für eine tiefe Verfehlung. Wie aber dann die Anrede Gottes? Es scheint kaum anders wieder gegeben werden zu können, als indem wir beschreiben, wie am Anfang eines guten, eines hilfreichen Gesprächs miteinander die ersten wirklich tiefen, verändernden Gefühle sind. Du starker Held, wem sagt man das oft? Am besten spricht man es gar nicht zum anderen, sondern führt ihn allmählich dahin, die Teile seiner Person, die Reste seines Lebens zu sammeln und zusammenzufügen, die diesem Bild entsprechen. Er aber wird es nie anders können, außer er fühlt sich buchstäblich begleitet. An seiner Seite ein Beistand, der ihm dabei hilft. Eine Frau womöglich, die in ihrem Leben ganz und gar zerbrochen ist und sich als Versagerin vorkommt in allem, was sie versucht hat. Angesichts so vieler guter Bemühungen kläglich gescheitert in ihrer ursprünglichen Wahrnehmung. Entdeckt, je länger man spricht und spricht über all das, was war, wie viel doch auch an Stärke in all dem lag, was sie erlebt hat. Gewiss war sie viel zu oft das Opfer, aber allein schon mit dem ganzen Leben sich so hindurch gerettet zu haben. Es ist oft unglaublich, wie viel im Herzen von Menschen mitten in einer Welt voller zerstörter Gefühle an Sehnsucht nach Liebe geblieben ist. Wie viel in einem Durcheinander von verbogenen, verlogenen Gefühlen seit Kindertagen an deutlichem Instinkt für die Wahrheit sich hindurchgerettet hat. Wie viel vom eigenen Wesen, trotz all des verformenden Drucks von außen, sich erhalten hat, wie im Verborgenen, als wäre da ein Schatz gehütet worden. So wie manche Frauen 1942, als es losging mit den Bombardements, die kostbarsten Service, Porzellane oder Kristalle irgendwo tief im Keller lagerten, selbst wenn das ganze Haus zerberst unter den Bomben. Wahrscheinlich blieb das so zusammengetragene unzerstört und bildete den Anfang, nochmal neu zu beginnen. Du starker Held ist paradox gemessen an der Schwachmütigkeit Gideons. Aber schon wie er spricht, stimmt es nicht. Wo warst du denn bei uns, sagt er. Als wäre der Maßstab für das, was vor Gott gilt, die Vielzahl der anderen. Solange er darauf schaut, wird er nie bei sich ankommen. Er möchte eine äußere Bestätigung, ein Wunder, eine Krafttat, die man sehen kann. Aber das wäre einfach. Es passiert von außen etwas Großartiges und man braucht nur mitzumachen. Man steigt sozusagen in den fertigen Zug, marschiert den Leuten hinterher, die als Vortrab schon die Geschichte anführen. Darum geht es nicht. Das ganze Schauen nach außen. Das ganze Schauen nach außen ist das, was nicht stimmt. Womit alles wirklich seinen Anfang nimmt, ist, dass Gideon lernt, wer er ist und die Momente, in denen er groß ist, mitten in seiner scheinbaren Niedrigkeit, zeigen ihm etwas von einer Kraft, die er wiederfinden kann. Ganz einfach gesprochen, Gideons Geschichte beginnt damit, dass ein verzweifelter Mensch lernt, an sich
zu glauben. Die biblische Formel dafür ist, ich bin mit dir, es gibt einen göttlichen Beistand. Aber wie viel braucht es, einen Menschen bis dahin zu begleiten, dass er von sich neu zu denken beginnt? Mit meinem Leben ist doch etwas gemeint. Das, was ich bin, ist doch eine noch nie wirklich gelebte Kostbarkeit. Ich trage etwas in mir, das der Welt etwas bedeuten kann. Und wenn nicht im Großen, dann unmittelbar im nächsten Bereich von ebenso wie ich selber versklavten Menschen. Es wird Gideons Antwort gleich wieder sein, dass in der Mutlosigkeit und Gottverstoßenheit, die er spürt, all das, was andeutungsweise ihm aufgetragen wird, gar nicht gilt. Aber der Gottesengel hört nicht auf, zu ihm zu sagen, geh in deiner Kraft und du wirst Israel erlösen. Das ist eine unerhörte Steigerung. Derselbe Mann, der noch voller Zweifel an sich selbst und all seinen Mitmenschen dasteht, sollte etwas wie Stärke spüren in innerer Begleitung. Aber schon der nächste Satz des Gottesengels hebt sie hinweg. Geh du in deiner Stärke. Das ist unerhört, wie hier Selbstvertrauen identisch ist mit Gottvertrauen. Und fast den Beistand des Göttlichen ganz und gar im Rücken lässt, wie etwas Unsagbares und Unsichtbares beiseite stellt. In eigener Kraft zu gehen, das wäre, was Gott von uns möchte, damit wir richtig leben, zu Richtern werden in Israel, im Volk der Erwählung, im eigenen Leben. Übersetzt in unseren Erfahrungsbereich gäbe es da jeden Tag zu lernen. Wann hören wir auf das, was die anderen uns sagen, als richtig in unser Leben hinein? Und was stimmt in Wahrheit wirklich für uns? Was geht von uns aus? Was ist mit unserer Person identisch und gemeint? Was stimmt wirklich für uns? Und was ist nur die Kopie, das geliehene Leben, die Rolle, die von außen her geliehen und allzu gern nur übernommen wurde? Was ist die Stärke unserer Person? Allein das herauszufinden, ist etwas Wunderbares. Mit Mal findet das Klagen über das, was die anderen mit uns gemacht haben, als sie Katz und Maus mit uns zu spielen versuchten, ein Ende. Die Perspektive wandelt sich. Man fängt an, das Leben zu betrachten von sich selber her. Findet die eigenen Möglichkeiten wieder. Man ist ein Mann vielleicht von 45 und glaubte sich schon wie lebendig tot. Das Leben schien an einem selbst vorbeigelaufen zu sein. Man fand zu sich selbst nicht mehr den geringsten Rapport. Man schlief sehr unruhig, bekam alle möglichen körperlichen Beschwerden, Unruhe des Nachts, Herzstörungen, Kopfschmerzen, Gefühle wie gemartert und elend zu sein am Arbeitsplatz. Die eigenen Angehörigen gingen einem auf die Nerven. Aber jetzt plötzlich beginnt man, sich selber wiederzufinden. Und alles erscheint noch einmal ganz anders. Man ist nicht das Opfer des heraufdämmernden Tages. Man wird der Gestalter seines eigenen Lebens. Man geht hin in der Zuversicht mit einem selber, sei es irgendwie doch in Ordnung, trotz all der Einwände, die es bis dahin gab. Natürlich, dass die Frage des Gideon wie in den Tagen des Moses am brennenden Dornbusch lauten wird. Aber womit denn? Was habe ich in der Hand? Welche Werkzeuge, welche Fähigkeiten oder Befähigungen
stünden mir denn zur Verfügung? Bin nicht ich aus dem kleinsten der Stämme in Israel und dann noch aus der schwächsten der Sippe der jüngste von allen? Es ist immer die Einrede, die wir uns selber in den Weg stellen. Es fällt uns so viel ein, was mit uns nicht stimmt. So wie wir sind, kann man uns nicht akzeptieren, wird doch nichts dabei rauskommen. Wir kennen uns schließlich. So viele Jahre Misserfolg sind doch kein Zufall. Irgendwie wissen wir, was alles missgeraten ist, zu kurz geblieben ist. Jeder hat da unbewusst bestimmte Maßstäbe im Kopf, nach denen er ewig scheitern muss. Alles scheint zu hoch. Und wenn dann noch gesagt wird, du solltest aber noch einmal ganz anders leben, wie ein Befehl von außen, kommen wir uns noch viel minderwertiger, abscheulicher, unzureichender vor. Tatsächlich aber ist doch dieses Gespräch mit dem Gottesengel ganz und gar innerlich. Wir müssen es nur weiter so durchgehen. Auch die Einwände müssen wir sammeln, wo wir uns noch nie wirklich über den Weg getraut haben, wo wir ständig dachten, es ist von den Startbedingungen her aussichtslos, irgendetwas zu versuchen. Nur warum denn? Stimmt nicht das, was in uns liegt, auch? Da lautet die Antwort Gottes ganz einfach, indem sie beides zusammenfügt, das erste und das zweite Wort. Wenn ich mit dir bin, gelingt's dir. Es ist das Schönste, was es im Leben von uns Menschen zu finden gibt. Wenn ich mit dir bin, ist es genug. Was wir da von Gott oft zu sehen bekommen, ist vielleicht nur ein Mensch an unserer Seite, ein gutes Wort, das uns aufrichtet. Irgendetwas, das wir in einem Buch gerade zur rechten Zeit aufschlagen. Ein Musikstück, das uns plötzlich wieder einfällt und ein Vers aus Kindertagen. Irgendwie sind wir nicht allein. Beides ist identisch. Der Weg zu uns, die Individuation, die Isolation von dem, was für alle anderen gelten mag, die Berufung nur in unserer eigenen Person und gleichzeitig das Wissen, nicht allein zu sein, sondern in den Händen Gottes zu ruhen und gerade deshalb den anderen etwas werden zu können. Nichts ist unsinniger als der Dauervorwurf mancher Theologen, Selbstfindung ist das Egoistische, das Individualistische, das Supersöhnliche, man muss sehen auf die anderen, hören auf die anderen, da sein für die anderen, wer sich selber finden will, verleugnet den Christus, lebt an Gott vorbei. Genau das Gegenstück. Nur ein Mensch, der seinen Wert, seine Größe, seine Berufung, sein Ich findet, wird irgendetwas Rechtes bewirken für die anderen. Und er wird sich nur finden unter den Augen einer Bejahung, die stark genug ist, alle Selbstzweifel zu widerlegen. Natürlich, man kann und muss gerade jetzt fragen, ist das Ganze nicht Wahnsinn? Guter Mann, gute Frau, reden Sie sich das alles nicht nur ein, was für ein Blödsinn. Sie, Aschenputtel bis heute, sollten je noch etwas werden und das hätte Ihnen Gott gesagt. Nichts weiter, ganz offenkundig. Als bloßer Wunschtraum, Vermessenheit, Wahnsinn, Dünkel. Schminkt dir das ab, könnte man sagen. Achte, wie alle anderen sich ducken unter den Midianitern und keiner kommt auf die Idee, sie zu vertreiben. Mach's wie diese. Segel nicht so hoch am Wind. Wenn Sturm aufkommt, reff die Segel. Such den Hafen, aber nicht noch hinaus. Tatsächlich gibt es für Gideon längst schon keine Umkehr mehr. Er muss jetzt weiter. Und die Erklärung, es wird Gott erscheinen, dieser Bergegott, dieser Vulkangott vom Sinai, wie ein fressendes Feuer, genauso wie später im Kampf gegen den Baal auf dem Berge Karmel der Prophet Elia das Zeichen Gottes darin setzt,
das Feuer vom Himmel fällt und verzehrt die Opferspeise, sogar das Wasser, das man drüber gegossen hat. Der Gott der Bibel als ein Feuer, das verbrennt. Was für ein Bild, für ein Leben in Leidenschaft. Als Irving Stone vor Jahren eine Biografie einmal über den niederländischen Maler Vincent van Gogh schrieb, gab er seiner Biografie diesen Titel, Leben in Leidenschaft. Da gibt es keine Alternative als einer bestimmten Berufung, einer bestimmten Vision, einem Auftrag, der mit der eigenen Person ganz und gar verschmolzen ist, zu folgen. Was ist der Gott oder der Dämon? Es gibt nur ein wirkliches Zeichen. Es ergreift alles im Inneren. Es durchglüht alles in der Seele. Wie Jeremia einmal sagen kann in seinen Konfessionen, da wollte ich dein Wort zurückhalten und es brannte mir im Gebein, dass ich's ausschreien musste. Wann immer wir Wahrheiten entdecken, hinter die wir gar nicht mehr zurück können, wenn wir von uns etwas finden, das zu verleugnen den Tod bedeuten würde, dann können wir sicher sein, hier redet Gott zu uns. Ein anderes Zeichen wird es nicht geben und werden wir nicht brauchen. Nun könnten Ungeduldige unter den Bibellesern sagen also, wir haben's und ran an die Madianiter, nun aufgeräumt die ganze Umwelt. Aber wie die Bibel erzählt, schrittweise aus verschiedenen Überlieferungssträngen, kommt etwas ganz anderes zunächst hier hinein. Es soll und wird Gideon den Altar des Baals vernichten und das Schnitzbild der fremden Gottheit verwenden, um damit das Opferfeuer für Yahweh zu entfachen. Er wird es tun bei Nacht und Nebel aus lauter Angst. Man wird ihn entdecken am Morgen und ein neuer Name wird ihm zuteil. Sein ganzes Wesen ist anders. Nicht Gideon mehr, sondern Baal-Krieger, Jerubbaal, der ewige Feind eines fremden Gottes. Das wird sein ganzes Wesen sein. Ein großer Psychoanalytiker, Freud-Schüler, Theodor Reich, konnte eines seiner Bücher unter diesem Titel schreiben, Der fremde Gott. Und er beschrieb darin mit den Mitteln der Psychoanalyse all das, was im Namen einer abstrusen Religion die Humanität des menschlichen Lebens vernichtet. Wie viel haben wir aus der Religion gelernt? Popanz ähnlich, vampirverdächtig, blutsaugerisch, ewig glückzerstörend, Freiheit beraubend, untertänig schaffend. Eine Entfremdung im Inneren. Viel schlimmer als die Midianiter ist die Tyrannei des Heiligen in seiner Zerrform, im Herzen der Menschen. Wer sie nicht besiegt, wird Freiheit nach außen nie bringen. Auch das scheint ein Irrtum der heutigen Theologie in ganz großem Umfang zu sein. Die Theologie der Befreiung besteht darin, die politischen Strukturen zu ändern. Es ist nötig, in gewissem Sinn unverzichtbar und wichtig. Aber wo denn und wann denn wären aus dieser Theologie Strukturveränderungen bis heute hervorgegangen? Änderungen des Wirtschaftssystems, der Herrschaftsverhältnisse, Abwendung der Ausbeutung, der Zerstörung der Wälder. Und selbst wenn das alles möglich wäre, wie will man den Menschen befreien mit selbst religiös versklavten Individuen? Wie soll die Befreiung der Menschen vorankommen, außer sie findet erstmal zur Befreiung der Menschen selber statt? Das ist die Reihenfolge hier. Eine in sich gereinigte Religion ist der Anfang. Dann auch nach außen Israel aus der Hand der Madianiter herauszulösen. Aber das muss als erstes gewährleistet sein. Der fremde Gott,
in seinem Heiligtum wird angegriffen und vernichtet. Kein Mensch, der sich selber findet, der nicht zugleich religiös anders zu glauben, zu hoffen, zu träumen lernen würde. Eine Veränderung in allem. Mit Mal steht Gott, oder was wir dafür nennen, auf unserer Seite, möchte uns, meint uns, will uns, begleitet uns und geleitet uns. Und wir ruhen in seinen Händen. Das ist fast schon ein Verrat, dieser Gottheit noch Opfer zu bringen. Und wir werden später hören, dass an dieser Stelle Gideon, Jerubbaal, sich selbst in die Falle läuft. Er wird einen goldenen Ephod, ein Gürtelumhang aus Edelmetall, wie ein neues Heiligtum seines Siegs über die Madianiter ausstellen lassen. Aber der Weg dahin ist noch lang, wenngleich er sich in groben Strichen jetzt wie etwas Folgerichtiges, ganz konsequent Selbstverständliches erzählen lässt. Die Schar der Madianiter ist erdrückend groß und alle Angst wäre über die Maßen berechtigt. Es ist ein Augenblick, wie wir ihn tatsächlich in der hinduistischen Bhagavad Gita finden, als Arjuna gefragt wird von der Gottheit, worum er bitte. Die Armee des Gottes, um die eigene Schwäche auszugleichen oder den Beistand des Gottes. Und Arjuna, stolz geworden unter der göttlichen Vision auf seinem Kampfwagen, erklärt dem Gott Krishna, Vishnu in seiner Erscheinung, kämpfen vermöge er selber. Er bedürfe nichts weiter als des Beistands des Göttlichen. Das zu wissen, ist die ganze Festigkeit eines Menschen. Wenn es dann noch etwas braucht, ist es die Kunst, Träume zu verstehen. Die Bibel tut sich sehr schwer mit dem Motiv. Immer wenn sie von Träumen, als aus dem Munde Gottes kommen, spricht, geschieht dies in fremdem Land, in Ägypten oder hier bei den Madianitern, nie eigentlich als eine Orakelsprache der eigenen Religion. Eben daran liegt es, dass wir im jüdisch-christlichen Erbe unserer eigenen Seele, den eigenen Träumen, wie weggezogen worden sind. Aber diese Stelle immerhin zeigt, wie nützlich es sein kann, Träume zu kennen, sogar die seiner Gegner. Derselbe Gideon, der seine Angst fast verloren hat, entdeckt plötzlich, wie viel Angst die anderen vor ihm haben, bis in die Nächte hinein. Welche Albträume sie bekommen angesichts eines einzigen frei gewordenen Menschen. Das ist das ganze Geheimnis, warum jetzt die Auseinandersetzung bevorsteht. Alle Macht von Menschen über Menschen gründet nur darin, dass sie Angst verbreiten können. Bei demjenigen, bei dem das nicht mehr funktioniert, findet sich plötzlich eine Freiheit, die den anderen Angst einjagt. Und nun beginnt die Auseinandersetzung. Was uns die Bibel erzählt, ist eine Geschichte dann für Zwölfjährige im Roman, wie Gideon seine 300 Mann, die das Wasser nicht mit der hohlen Hand sich niederknien, schöpfen, sondern lecken wie die Hunde, wilde Kerle allsamt, sich in der Vorstellung der Madianiter vermehren lässt, indem sie die Posaune blasen und die irdenen Gefäße bei Nacht zerschlagen und mit Fackellichtern herumleuchten. Eine riesige Armee scheint da über die heuschreckengleichen Madianiter herzufallen. Das alles ist nichts weiter als Strategie oder Widerspiegelung einer Macht, die nur dem anderen so erscheint. Der Sieg, sagt uns der Text, liegt hier wirklich in etwas Seelischem, bei Gott selber. Irgendwann kommt in jeder Psychotherapie dieser Punkt, wo jemand merkt, die Leute, vor denen er so schrecklich Angst hatte. Auch nur ein Brief am Morgen konnte
so vernichtend sein. Oder ein Telefonanruf oder ein bloßer Kontakt. Die haben doch auch nur Angst. Und sie verdienen gar nicht, dass man vor ihnen Reis ausnimmt. Es genügt, dass man standhält, dass man innerlich fest wird. Der ganze Rest erledigt sich, fast wie von selbst. Die Madianiter bringen sich untereinander um vor lauter Angst, man muss das nur beobachten. Innerlich übertragen, man muss nach außen nicht kämpfen, es genügt, fest zu werden. Dann besteht am Ende noch eine Versuchung. Immer wieder, wenn ein Mensch versucht, anderen ein Stück Freiheit zu schenken, wird die Neigung wachsen, sich ihm untertänig zu machen. So abhängig scheinen die Menschen sich selber zu wünschen, dass das, was ihnen zur Führung in die eigene Freiheit werden könnte, zu einer neuen Führerschaft missrät. Sei du unser König, erklären die Israeliten zu Gideon, du hast uns befreit. Aber das ist es nicht, worum es geht. Nur Gott soll über euch herrschen. Das ist einer der großartigsten Sätze der ganzen Bibel. Gideon wird kein Guru, kein König, kein Priester, der sich anmaßt, im Namen Gottes menschliches Leben zu lenken. Er hat nur eine Entdeckung gemacht, unmittelbar vor der Schlacht gegen die Madianiter. Er hat ein Zeichen erbeten, ein sehr sonderbares mit der Wolle, die vom Tau der Nacht durchdrängt wird oder, wenn Gideon es will, auch nicht durchdrängt wird. Was das bedeutet, erklärt uns zum Teil die Religionsgeschichte, zum Teil die Psychoanalyse. Ganz sicher wird die Deutung nie sein können, aber erinnern darf man sich an das griechische Motiv der Medea und das goldene Vlies. Da war fern im Osten von Griechenland eine Zauberin, die den Argonauten etwas Goldenes gab. Und die Mythologen meinen, es sei ein Bild für den Mond, so könnte man es deuten. Er ist in der Erzählung der Völker oft wie ein Wassergefäß, das sich füllt und sich leert, mal an der einen Seite, mal an der anderen Seite, ein goldenes Vlies, ein Stück vom Himmel auf Erden. Aber tiefenpsychologisch müssten wir sagen, es ist die vollständige Herrschaft auch über die Kräfte des eigenen Unbewussten. Eine vollkommene Fähigkeit, sie zu lenken und zu sammeln, wo sie Fruchtbarkeit bringen sollen, wo sie Trockenheit lassen müssen. Und je nachdem ist mal dies und mal das nötig. Ein Mensch, der in sich selbst integriert und geschlossen ist, wäre ein wirklich königlicher Mensch. Ein solcher braucht andere nicht zu beherrschen, nicht zu besiegen. Was er freilich nötig hätte, wie Gideon bei seinem zweiten Heerzug, wäre Hilfe und Unterstützung oft in Müdigkeit und Hunger. Da gibt es Szenen in der Bibel, von denen wir Abschied nehmen müssen, die bitter sind und scheußlich und sich überlebt haben. Als Gideon die beiden Könige gefangen genommen hat, Zalmunna und Sebach, handelt er scheinbar nach den Regeln seiner Zeit gerecht. Sie haben getötet aus seiner eigenen Familie, ohne zu schonen, und das Gleiche auch wird über sie verhängt werden. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn, maßvolle Rache, die wir immer noch Gerechtigkeit nennen. Es ist ein Teil auch von Kopfjagd dabei. Nicht nur, dass man die Häupter der erschlagenen Oreb und Seeb, Rabe und Wolf,
den Ephraimiten schickt. Es ist der eigene Sohn hier, der das Todesurteil exekutieren soll. Ethnologen zeigen uns auf Neuguinea, wie in der alten Kultur der Papuas aus dem Erbe von vielen Jahrtausenden man zu Mannen nur wird, nachdem man einem Feind einen Kopf abgeschlagen hat und hält ihn zwischen den Schenkeln als Zwölfjähriger. Anders gehört man dem Stamme nicht zu. Praktiken dieser Art müssen hinter dieser schrecklichen Szene stehen. Jäther aber, der Sohn Gideons, weigert sich, das zu tun. Und ich denke, die Bibel hat Recht und auch Unrecht. Er tut's nicht, weil er sich scheut. Und sie erklärt, die Bibel, er ist ja nur erst ein Kind. Das Töten aber Männersache. Sie können in der Bibel lange suchen, bis Sie eine Stelle finden, an der jemand einen Tötungsbefehl verweigert. Und immer wenn das je passieren sollte in der Geschichte der Menschheit, werden andere dabei stehen und sagen, ein Schwächling, ein Feigling, ein ewiges Kind, kein richtiger Mann. Dieser Tage gab mir ein Psychologe eine Studie über Wolfgang Borchardt, einem der ganz wenigen großen Pazifisten im 20. Jahrhundert, der sein Kotzen und seine Verzweiflung über den Zweiten Weltkrieg und jeden Krieg als Vermächtnis der Menschheit übermachte. Die Untersuchung läuft darauf hinaus, dass Wolfgang Borchardt in seiner Zeit überhaupt nicht seine Jugend ausleben konnte und schon deshalb ein ewiger junger Mann blieb. Ein Pubeszent halt, der die Wirklichkeit nie erwachsen zu lernen und zu sehen vermochte. Vielleicht kämen wir einmal darauf, größer noch als Gideon, seinen erstgeborenen Sohn Jäther zu nehmen. Machten aus ihm eine Leitfigur für ein anderes, besseres Leben. Gideon haben wir gerade kennengelernt als jemand, in dem sich alles versammelt und integriert. Aber wie wär's? Er, Gideon, müsste noch lernen, Jäther zu werden, seine eigene Zukunft. Es gibt in der Bibel keinen Kommentar, was Jesus wohl meinte, als er sagte, ihr müsst lernen zu werden wie die Kinder, oder ihr kommt nie mit Gott wirklich in Zusammenhang. Jäther war an dieser Stelle so ein Kind, das es ablehnte, das zu werden, was die Erwachsenen wollten. Vielleicht ein göttliches Kind. Ein großartiges Kind. Vielleicht sollten wir das, was die Erwachsenen erwarten, überhaupt niemals lernen, sondern es ihnen nach und nach abgewöhnen. Dann würden wir den Bogen nur noch spannen, um ins Zentrum zu zielen. Nie mehr ins Herz von lebenden Menschen. Und wir hätten keine Herrschaft mehr der Macht über Menschen zu vergeben, sondern jeder wäre ein König im Land seines Lebens und seiner Seele. All diese dunklen Geschichten der Bibel haben vermutlich als einer Volksgruppe niemanden mehr zu sagen vermocht, als den Sklaven Anfang und Mitte des vergangenen Jahrhunderts in den Südstaaten von Nordamerika. Sie kennen das Lied alle. Down by the Riverside. In einer Übersetzung lautet der Text in endlosen Wiederholungen, eindringlichen Bitten. Werfe ab meine Bürde. Drunten am Uferrand. Drunten am Uferrand, werfe ab meine Bürde.
O Gott, ich hab den Kampf so satt. Ich hab den Kampf so satt. Ich lege ab mein Schwert und Schild. Drunten am Uferrand. O Gott, ich hab den Kampf so satt. Steck ich mein Schwert in goldenen Sand, drunten am Uferrand. O Gott, ich hab den Kampf so satt. Ziehe ich an mein weißes Kleid, drunten am Uferrand, setz mir die Sternenkrone auf, drunten am Uferrand, zieh mir die goldenen Schuhe an, drunten am Uferrand, steige auf das weiße Pferd, drunten am Uferrand. O Gott, ich hab den Kampf so satt. Spreche ich mit dem Friedensfürst drunten am Uferrand. Spreche ich mit dem Friedensfürst, Gott. Ich hab das Kämpfen satt. Wir hören zur Gitarre Solo Open Air.
Ganz herzlich, meine lieben Schwestern und Brüder, danke ich Frau und Herrn Böhm für die Komposition und Interpretation dieser wunderschönen Stücke und darf darauf hinweisen, dass links und rechts an der Garderobe zwei Körbchen stehen für solche Fälle. Ein bisschen sollten wir noch überlegen, wie es jetzt weitergeht. Die Vorlesungen an der Universität samstags morgens haben ihr Ende erreicht, die Gottesdienste aber nicht. Sie finden regelmäßig statt. Es gibt aber irgendwann eine Osterpause hier, die verordnet wird, an die sich die Hausmeister halten müssen und wir also auch. Klar ist, dass wir Ostern feiern können um 18 Uhr am 19. März oben im Lukaszentrum. Das ist... Pardon, was sind wir hier? Das geht da noch durcheinander. Ja, 2. April natürlich. Am 2. April. Also bis zu den Osterferien, ehe wir hier heraus müssen, geht es hier auch weiter. Hinweisen eventuell mag ich noch auf den kommenden Samstag für alle Kabelgucker. Auf NDR 3 gibt es da um 17 Uhr eine Sendung über Träume, an denen eine Diskussion sich anschließt. Das ist der nächste Samstag. Und sonst geht es regelmäßig Samstag für Samstag weiter mit Texten aus dem Alten Testament, dem Buch der Richter, beim nächsten Mal die Gestalt des Jephtha, dann des Samson. Kein Schrecken, die alle sind nicht schlimmer als Gideon auch. Dankeschön.